Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge von The Forest. Letztes Mal ging das ja ein bisschen daneben mit dem, was ich eigentlich zeigen wollte. Jetzt habe ich frisch geladen, frisch geschlafen. Der Tag graut. Ich dachte mir, ich zeige jetzt mal ein bisschen In-Game-Action. Nicht immer nur das, was fertig dann ist, sondern auch mal, wie ich ein bisschen Holz rumhacke. Ich muss bloß gerade gucken, wo. Meinen Weg habe ich weiter fortgeführt dort hinten. Ne, 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 so. Ich habe aber in letzter Zeit total die Probleme. Sieht ja auch geil aus mit dem. Aber der muss leider gefällt werden. Mit dem Baum. Total die Probleme, dass hier dieses komische Fickvolk von diesen komischen eingeborenen Arschlöchern mich hier ständig attackiert und mir an dieser Stelle hier auch häufig auflauert. Also, das ist sehr krass, was hier jetzt in letzter Zeit los ist. Ich weiß auch gar nicht, warum das so ist. Also schade, ich habe mal in anderen Videos gesehen, die waren schon älter, das haben sie wohl rausgenommen, dass wenn ein Baum zum anderen fällt, dass der dann umgerissen wird. Das wäre natürlich sehr nice. So, aber jetzt hauen wir erstmal hier ein bisschen platt. Ja, hau doch endlich das Ding um, Mensch, ey! Ich kann keine Ausdauer mehr, du Spacko. Na endlich, Mann, oh Mann, oh Mann. So, weil hier führt der Weg jetzt weiter. Ich weiß, habe ich im letzten Video das schon gehabt oder gezeigt? Ist ja das Problem, wenn man es manchmal einfach weitermacht. Ne, das war noch nicht, ne? Ne, das ist neu. Ja, glaube, das ist neu. Dann habe ich den hier gebaut. Und hinter den habe ich dann den hier hinten gesetzt. Und da kommt gleich das nächste Ding ran. Wie ihr seht, sind es auch nur noch 9. Das heißt, das Teil werde ich gleich fertigstellen. Weil irgendwie, guck mal, das ist mir alles irgendwie zu dicht am Boden irgendwie. Also ich habe die nicht hoch genug gebaut. Auf der anderen Seite ist natürlich der Vorteil dabei wiederum, dass du nicht so viel Holz brauchst, ne? Aber trotzdem habe ich hinten die andere Plattform. Wo ist die denn? Die andere Plattform höher gezogen. Da haben wir nämlich schon, guck mal, da sind wir jetzt schon bald beim Wasser und auch beim Dorf. Und das ist ja das, was ich eigentlich wollte. Ich wollte da relativ gemütlich und sicher hinkommen, falls diese Spacko-Natzen hier mal wieder auf mich warten und rumlauern. Dass ich da nicht irgendwie eingeschränkt bin, sondern trotzdem das dann machen kann, was ich wollte. Deswegen war da hinten, ist auch schon nachgewachsen wieder ein bisschen. Ja, ansonsten alles wie gehabt. Ich habe da oben eine Dings hingesetzt, wie ihr seht. Hüpf! Naja, damit er ein bisschen beleuchtet ist in der Nacht. Falls sie nämlich angreifen. Ich hätte es eigentlich auf den Boden setzen sollen, weil wenn die mich angreifen, will ich ja unten sehen, wie sie, wo sie sind. Damit ich denen auch mal irgendwas um die Ohren schmeißen kann. Das ist sehr nervig, ey, also. Total krass, wie viele davon jetzt hier mittlerweile auch oftmals rumlaufen. Oh, das war falsch. Das war das jetzt von beiden Bäumen? So viel Holz war das jetzt noch gar nicht, oder liegt hier noch irgendwas rum? Aha, einer. Wo einer ist, liegt meistens noch ein zweiter, oder er ist weggerollt, aber in dem Falle wohl nicht. Naja, egal. Dann gehen wir mal hier hin. Bumm. Knallen wir gleich den Baum um. Das Problem ist bloß, ich weiß jetzt gleich noch nicht, wie ich das am See machen werde. Wie das am See. Hier läuft doch einer, oder? Wie ich das am See nämlich gleich, oder was heißt gleich, wenn es soweit ist, weiterbaue. Da war noch einer. Mann, Mann, Mann! Lebst du nur noch in Angst und Schrecken? Da! Ha! Ich laufe erstmal weg! Da ist er! Ah, um den Baum rum. Verteidigungsposition einnehmen. Hier kannst du nichts machen. Ja, letzte Folge, wenn ich schon mal was zeigen will, ey, da trifft aber wirklich zu. Wenn ich jetzt hier schon mal spielen will, da sind sie wieder. Guckt's euch an. Und die kommen immer in solchen Riesenhorden, diese Arschlöcher. Verfickter Pissdreck, was soll ich denn da machen? Bin ich doof? Ausrüsten. So, komm mal her hier. Kriegst du jetzt gleich ein Morgenschnäpschen.
Siehst du, und dafür ist das nämlich sehr gut mit dem Weg, ja? Da drüben nochmal hinter das Ding. Ach, so einer auch noch. Da, friss! Pam! Brenn, du Sau! So, auf jetzt! Ha! Geht leider nicht. Eigentlich wollte ich den zum Werfen nehmen. Ha! Du Sau! Was soll ich denn jetzt hier schon wieder machen? Das heißt, ich muss das ja hier total abbrechen, da auf der Ecke zu bauen. Jetzt zumindest. Guck mal, hinten da die nächsten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Leute. Also mit Leute meine ich euch, aber das sind auch Leute. Und weg. Haha. Momentchen. Wieso leckt das denn jetzt so? Guck mal. Ist er da runtergefallen und nicht tot? Guck mal! Raus aus meiner Burg, du Sau! Ist das der schon mal gebrannt hatte? Ja, wird. Pams! Noch einer! Infiltration! Mal die Keule auspacken. Bam! Oh Gott. Oh Gott! Sie haben mich gleich! Sie wollen mich! Ich hasse euch. Das gibt's nicht. Was? Sonst ist keiner da. Doch, da kommt. Ja, glitschen wir jetzt in die Basis rein! Da haben wir ein Problem. Rüber! Kommt hier ruhig hier einzeln. Ja, komm hoch, du blöde Fotze. Oh, das ist ja schon. Dann haut der unten gegen mein Haus. Oh, die ist tot. So, wo sind die anderen? Guckt's euch an, ey. Deswegen kommen jetzt hier gleich noch diese komischen, riesen, fetten Elefantenviecher. Alter, der ist jetzt gleich der trinkt. Wo bist du? Ich rette dich. Oh nein, wie traurig. Muss das sein? Wegen euch ist er tot. Oh Gott, ich hänge. Okay, okay. Zwei weniger sind es, aber trotzdem sind immer noch drei im Lager. Das werden immer mehr. Ich brauche eine Tür, ein Tor, wie auch immer. Keine Ahnung, wie man ein Tor baut. Oh, ich habe ja gar nichts ausgerüstet. Was ist das denn? Laufe ich hin, will ich zuschlagen? Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah ja. Werden wir mal bitte nach hier hinten geschleudert. Ist auch super. Total gut, das Spiel. Pam! Halt die Fresse, du Sau. Lebt er noch? So, euer Anführer ist tot. Weg mit dem Teil. Okay. Guck mal, die haben übrigens ein Kind gekriegt. Tada! Naja, gut, ich gebe zu, das ist nicht das Glückliche. Ich habe es rausgenommen, wollte es reinmachen, habe aber nicht C gedrückt, sondern G, dann ist es weggehobbelt. Der ist aus einer anderen Falle. Okay, jetzt ist der andere tot. Ne, da ist er. Oder sie. Schnauze.
so auf? Ja. Geh mal in die Ecke, da sammle ich die Alten. Boah, Leute, wirklich. So, Zähne her. Mann, Mann, was ein Stress am frühen Morgen. Stehst du hier gerade auf im Spiel quasi? Also, das war, ist ja dann quasi hier morgens. Also, dann wir schon Salat fressen. Und dann sowas. Ja, der Feuer ist aber auch bald aus. Meine Fresse. Aber wir haben wieder ordentlich Leute jetzt hier zusammen. Der eine ist ertrunken, da mussten wir gar nichts machen. Also das sieht doch schon mal nicht verkehrt. Oh Gott, aus. Oh, schmeiß mal ein paar Blätter rein. Ich glaube, die zerteile ich mir hier. Die, der ist auch so ganz hässlich, ja. Der schmeckt bestimmt gut. Was? Wo kommst denn du her? Ist das der Endgegner oder was? Ich glaube, hinter mir ist noch einer, wenn ich das richtig höre. Doch nicht. Alter! Da zerteilt man sich hier sein nächstes Frühstück. Also mal den ganzen Rotz abwaschen. Dann mal Pause machen. Mann, Mann, Mann. So, das haben wir alles zerstückelt. Wo kommen die alle? Vor allem nicht nur, wo kommen die her? Warum kommen die alle rein? Ja, der eine ist durch die Wand geglitscht. Ist ja auch sehr toll. Brauche ja keine Wände bauen. Kommen sie eh alle durch. Kann ich eigentlich nicht mehr tragen? Habe ich so viele Knochen dabei? Wusste ich gar nicht. Aber das Gute ist, ich habe ja gar keine Rüstung mehr. Von daher kommt mir das gerade genehm, dass hier so viele von den Kaso-Spackomacken rumdümpeln. Kann ich mir auf jeden Fall meine Armor wieder hochziehen. Okay, nehmen wir uns nochmal hier den Schmerzos. Haben wir hier drüben. Ah, guck mal, ganz viele Knochen. Noch irgendwas am Liegen? Nö. Ah, sind sie gerade explodiert. Ist ja schön. Ah, einen Kopf haben wir auch. Das ist gut. Für meine Lampen, die ich bauen will. Aber ich hatte schon einen. Zack, 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 zack. Okay. So, hier wurde jetzt eigentlich verteilt. Habe ich den einen aufgesammelt? Da können wir den Arm hinhängen. Ups. So, den anderen Arm gleich daneben. Hab immer genug Arme und Beine auf Vorrat. Sagte meine Oma schon. Du weißt nie, wann das nächste Mal wieder was kriegst. So, komm. Dich verbrenne ich jetzt auch den Rest hier. Was soll das? Rein mit dir, du Alter. Du alter Kadaver. Ein Bein dahin. Dann noch ein Bein hin. So, jetzt kommt er noch. Mhm. Ich schmeiß sie auch so rein, was soll das? Brennt er? Alles klar. So, mal gucken, ob wir da jetzt weitermachen können mit dem, was ich eigentlich vorhatte da hinten. Ich meine, genug Leute haben sie jetzt schon verloren. Sieht bis jetzt ruhig aus. So viele schöne Bäume da, ja. Ich bräuchte irgendwie eine Möglichkeit, die schneller zu fällen. Wahrscheinlich haben sie den anderen geklaut hier, den anderen Baumstamm, oder? Naja. Ach, das war ja fertig. Genau. Dann machen wir jetzt der Tree Bridge. So, hier geht doch einer. Da hinten, da. Das ist ein Elefant. Ich wollte gerade sagen, wenn ich das richtig deute. Dieses Stampfen. Da kommt das natürlich nur von so einem Elefantenmann. Wie
greift jetzt nicht an. So, müssen wir erstmal hier schnell nämlich die Hängebrücke fertig kriegen. Dann sind wir wenigstens bis da vorne auf jeden Fall. Kommt er hierher? Er ist doch schnell weg. Da kommt er. Das ist doch nicht normal. Da hast du erst mit so viel Arsch. Oh, guck mal. Oh! Holz! Mit so viel Pennern zu tun. Ja, und jetzt kommt jetzt auch noch Elefantenklaus, ey. 36 auch schon wieder. Ich wollte eigentlich da. Tada! Was ist jetzt los? Was ist das für ein Geräusch gewesen? Aber er haut wieder ab. Schnell weitermachen hier. Oh, was zu essen. Ach, schon wieder das Falsche. Schnell. Sollen wir den Baum hier hinten? Mann, Mann, Mann. Du bist ja nur noch angegriffen. Es ist aber auch seitdem ein Patch so. Ja? Ich weiß jetzt nicht, welche Version. Ist das hier 0.55? Ja, aber davor war das nicht so. Da war das, vor allen Dingen waren da nicht so viele. Wenn, dann kamen sie mit 2, 3 maximal. Jetzt sind es hier 8, 9 von den Viechern, die auf einmal bei mir stehen. Und als wäre das nicht genug, ja, kommt danach noch Elefantenknödel da vorbei, ey. Du lebst ja nur noch in Angst. Scheint aber weg zu sein. Hallo? Ach da. Ich würde sagen, machen wir gar kein Damage am Baum. Jo, 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 jo. Da! Da hat sich was bewegt. Oder? Da hinten, siehst du, da ist schon wieder einer. Ich könnte kotzen. Die greifen mich schon wieder gleich an. Schnell. Da kommt er doch schon. Ich höre ihn doch schon hinter mir. Den fauligen Atem im Nacken spüre ich bereits. Da ist er. Na, du Arschloch. Einer? Oder war er das? Ist er eine Sie? Kamikaze! Scheiße! Den haben wir! Gucken, was unser Feuerchen da hinten macht. Oh Leute, ey, ich sag euch das. Das ist ja, da kriegst du ja hier rein zu. Nur Plack. Mal anfeuern die ganze Kiste und dann können wir uns gleich nochmal ein bisschen was bauen. Ist doch echt nicht mehr normal, ey. Ich finde das schon ein bisschen arg übertrieben. Hä? Da fehlt ein Knochen. Das ist doch scheiße. Was haben wir da oben? Gehen wir doch mal gucken, was das was unser Hauptlager da hinten macht, quasi. So. Hier habe ich nämlich auch schon mal ein bisschen Holz nebenbei wieder angeschafft. Ja. Jetzt nicht so viel, aber ich wurde dann ja auch angegriffen. Haben wir hier wieder was gefangen? Nein. Ja, auch sehr toll gebaut. Er gibt einen wieder zu links, einen Schritt zu weit links oder rechts. Tappst in deine eigene Falle rein. Ja,
Ja, der Sturm zieht auf, ey. Und die Leute werden immer. Da hinten sind schon wieder welche, ey. Und die haben meine Falle kaputt gemacht. Da kommen sie schon wieder. Das ist doch nicht mehr normal, jetzt mal ehrlich, ey. Wollen die mich jetzt irgendwie. Oh, verarschen? Guck, die Falle ist auch kaputt. Aber sehr viele Bäume stehen hier wieder. Nur bringt mir das nichts, wenn ich sie nicht abbauen kann. Dann ist die andere Hängebrücke. Das wird langsam hier so ein Hängebrücken-Arena-Arsenal-Areal. Selbst ausgelöst. Ich bin draußen. Hilfe! Sie wollen mir ans Leder. Nehmen wir nochmal mit. Sehr gut. Blöden Klaus hier, weißt du? Was leckt das denn hier so krass, Mann? Warte mal, haben wir hier nicht noch genug Stöcke? Wollte gerade sagen. So, naja, Leute, das sollte erstmal gewesen sein. Ich kann hier leider gerade nicht mehr machen, weil jetzt wird es auch wieder dunkel und hier laufen nur noch die ganzen Knüppel rum. Das heißt, nächstes Video zeige ich dann weiter, wie ich dann jetzt demnächst hier weiterarbeiten möchte oder was ich denn mit der Hängebrücke, wie es da vorangeht. Falls man hier nicht weiter gestört wird. Der Baum muss eigentlich auch weg. Auf welcher Seite fällt ich den? Ist der mitten in den Dings drinne? Egal, werden wir sehen. Ich danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und teilt das Video bei euren Freunden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis da. Knack. Bis dahin, da bin ich dann auch wieder gesund. Ja, also, macht's gut. Bis dann. Ciao.